Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, zum Jahreswechsel möchte ich mich zunächst sehr herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass wir gemeinsam im zurückliegenden Jahr 2013 unsere Stadt kräftig vorangebracht haben. Mit dem Projekt Augsburg City haben wir neue Wege beschritten und die Ergebnisse sind ablesbar mit unseren neuen Fußgängerzonen und mit der neuen Maximilianstraße und mit vielen anderen Entwicklungen, die uns unsere Stärke und unsere Strahlkraft zurückgegeben haben. Jetzt geht es darum, dass wir diese vielen positiven Entwicklungen, diese Dynamik, diesen Spirit, den wir in der Stadt haben, aufgreifen und auch im Jahr 2014 umsetzen. Das geht nur gemeinsam. Große Ziele und Herausforderungen liegen vor uns. Es geht um sichere Arbeitsplätze als Existenzgrundlage für jeden von uns. Wir werden daran arbeiten, dass soziale Sicherheit in unserer Stadt ebenso gewährleistet ist wie die Fürsorge, gerade auch gegenüber älteren Menschen. Wir werden daran arbeiten, dass unsere Lebensqualität in der Stadt nicht nur aufrechterhalten bleibt, sondern weiterentwickelt wird. Und dazu wird es auch im Jahr 2014 wieder viele Einzelprojekte geben. Ich denke zum Beispiel an die neue Kinderklinik. Wir werden im Bereich der Altenhilfe neue Einrichtungen schaffen müssen. Kindergärten, Kinderkrippen, Ganztagsschulen und vieles andere mehr. Ich möchte Sie herzlich dazu einladen, an der Bewältigung dieser Herausforderungen mitzuarbeiten. Gemeinsam für ein gutes Augsburg. Persönlich wünsche ich Ihnen allen für das vor uns liegende Jahr 2014 alles erdenklich Gute, vor allem aber Gesundheit und das notwendige Quäntchen Glück.